Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Viele unserer Genossen stehen jeden Morgen auf, gehen im Nebel den Weg zur Arbeit, treten in die erstickende Atmosphäre der Fabrik oder eines Büros, nur um dort immer wieder die gleichen Gesichter vorzufinden, das des Abteilungsleiters, des Spions, des Strebers, der 7 Kinder zu ernähren hat. Diese Genossen spüren die Notwendigkeit der Revolution, des Kampfes und der physischen Auseinandersetzung, selbst wenn diese tödlich sein kann. Aber sie spüren auch, dass all dies ihnen ein bisschen Freude bereiten muss, und zwar sofort und nicht erst später. Diese Freude pflegen sie in ihren Fantasien, wenn sie mit geducktem Kopf in den Nebel gehen, Stunden in Zügen und Straßenbahnen vergeuden, während sie einer nutzlosen Arbeit im Büro oder in der Fabrik nachgehen, die dazu dient, die nutzlosen Mechanismen des Kapitals zusammenzuhalten. Die letzte Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge hat sich mit den Fabrikkämpfen in Italien in den 60er und 70er Jahren auseinandergesetzt. Die heutige Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge knüpft in gewisser Weise an die letzte Folge an. Denn es geht weiter um gewisse Aspekte der italienischen Bewegungsgeschichte. Das, was ihr eingangs gehört habt, war ein Zitat von Alfredo Bonanno aus seinem Buch Die bewaffnete Freude aus dem Jahr 1977. Alfredo Bonanno war einer der maßgeblichen Autoren und Aktivisten einer Strömung, die irgendwann Insurrektionalismus genannt wurde. Insurrektionalismus leitet sich ab vom Begriff Insurrektion, übersetzt Aufstand, Erhebung, Aufruhr. Manchmal wird der Insurrektionalismus auch aufständischer Anarchismus genannt. Es handelt sich um ein Konzept, das innerhalb des anarchistischen Milieus entwickelt wurde. Auf dem Kantine-Festival 2023 in Chemnitz, das sich mit Theorie und Geschichte des Anarchismus beschäftigt hat, hat Mario Cravallo einen Vortrag über den Insurrektionalismus gehalten. Ich habe mich im Januar 2024 mit Cravallo clandestin in einem Hipster-Café in Leipzig getroffen, um mit ihm über Geschichte und Theorie des Insurrektionalismus zu sprechen. Mario Cravallo ist Aktivist, beschäftigt sich mit Revolutionstheorie, ist Teil der Redaktion des Magazins Trümmerspiele und arbeitet in gewerkschaftlichen Kontexten. In der kommenden Stunde geht es um die Methode des Aufstands, um Offensivtheorie und Affinitätsgruppen, um die Logik der Quantität und die Kritik der Gewerkschaften und um Widersprüche und Leerstellen des Insurrektionalismus. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Mit den Verhältnissen im Kampf ist die Kritik keine Leidenschaft des Kopfes, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Sie ist kein anatomisches Messer, sie ist eine Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind, den sie nicht widerlegen, sondern vernichten will. Denn der Geist jener Verhältnisse ist widerlegt. Diejenigen, die von Revolution und Klassenkampf sprechen, ohne sich ausdrücklich auf das Alltagsleben zu beziehen, ohne zu begreifen, wie subversiv die Liebe, wie positiv die Ablehnung jedes Zwangs sein kann, haben ein Kadaver im Mund. Genau, wir wollen über den Insurrektionalismus sprechen und ich würde das Gespräch gerne anfangen mit so einer Frage nach deinem persönlichen Zugang, weil ich gehe mal davon aus, dass der Insurrektionalismus nicht am Anfang von deiner Auseinandersetzung mit Gesellschaftskritik, Bewegung und so weiter stand. Du hast irgendwann diese Texte entdeckt und das würde mich interessieren, was da vielleicht das Faszinierende war oder was dir sozusagen von dem Denken entgegenkam, dass du sagst, für dich ist Insurrektionalismus, hat das so eine Relevanz, dass du dich intensiv damit auseinandersetzt? Na, ich glaube, es sind zwei Sachen. Der erste Punkt ist einfach so eine grundsätzliche Italophilie und ein Interesse an italienischer Bewegungsgeschichte gewesen. Und als ich dann festgestellt habe, dass sozusagen diese insurrektionistischen Diskurse aus einfach zeitgenössischen Debatten in der italienischen radikalen Linken resultiert sind, ja, wollte ich dem nachforschen, wollte dem nachgehen und habe eigentlich immer mehr spannende Sachen gefunden, je genauer ich reingeschaut habe.
Und ich glaube, auf so einer emotionalen Ebene war es dann auch viel mehr sozusagen eine Unzufriedenheit mit der Sterilität vieler linker Debatten. Und ich glaube, das ist ja schon was, was insurrektionalistische Literatur auszeichnet, ein sehr stark leidenschaftlicher Zugang zu der Revolution und zur Frage, wie man die zu machen hat. Dann ist es für so ein Gespräch vielleicht so ein bisschen sinnvoll, auch den Gegenstand, über den wir sprechen, einzugrenzen. Ich weiß, dass es schwierig ist, beim Insurrektionalismus irgendwie eine einfache Definition zu geben. Und das ist, glaube ich, was auch auf den Anarchismus im Allgemeinen zutrifft, dass es ja irgendwie kein homogener Block ist, sondern dass es einen Widerstreit gibt, dass es eine heterogene Strömung ist. Trotzdem gibt es vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, ein paar Fixpunkte, wo man sagen kann, das umreißt irgendwie Insurrektionalismus. Also wie würdest du dieses Konzept umschreiben? Ja, ist natürlich so eine Unmöglichkeit, eine Definition zu finden und das irgendwie auf einen Satz irgendwie runterzubrechen. Ich glaube, so in den alltäglichen Kämpfen zeigt es sich vor allem als ein sehr, sehr diverses Milieu, die sich sozusagen auch alle untereinander durchaus spinnefeind sind oder sich gegenseitig darunter bezichtigen, nicht Teil des Insurrektionalismus zu sein, Insurrektionismus verraten zu haben und so weiter. Selbstbezeichnung, ich glaube, deswegen finde ich sozusagen spannend, den Insurrektionismus eben sich sozusagen anzuschauen, im Sinne von, ja, wie, woraus sind Ideen geschichtlich einfach diese Diskurse erwachsen, was waren die Kämpfe, in denen sozusagen insurrektionistische Gedanken entwickelt wurden. Und da ist es dann schon so, dass sozusagen die Selbstdefinition die eine Methode ist, die den Aufstand ins Zentrum stellt, wo es sozusagen um die Frage der revolutionären Massengewalt geht. Und darum gruppiert sich eigentlich das, was sozusagen Insurrektionismus geworden ist, innerhalb einer anarchistischen Debatte, innerhalb einer linksradikalen Debatte. Wenn auch wenige, so waren doch alle da. Die Komitees von Senza Tregua, die von Rosso, Teile von Lotta Continua, das Kollektiv von Casoretto und die noch existierenden Circolo Giovanili. Sie, die Circoli, waren das ganze Jahr 1976 bis zur Schlacht an der Scala die politisch vorherrschende Bewegung in Mailand. Die Demonstration an diesem 12. März 1977 hatte nichts Fröhliches und Heiteres. Lange wütende Gesichter, Taschen voll mit Molotows und unter den Regenmänteln ahntest du und wusstest du Waffen. Im Zentrum der absolut leeren und angstvollen Stadt bewegte sich der Demonstrationszug langsam auf der Suche nach Objekten voran. Aber diesmal konnte es sich nicht darum handeln, den Supermarkt zu enteignen oder Privatwachleute zu entwaffnen. In Bologna hatte man uns einen Genossen ermordet und angesichts dessen schien uns all das unangemessen. Über den Köpfen die üblichen Slogans voller Wut und Groll. Einige wenige zeigten mit den Händen in der Luft das Symbol der Pistole. Auf der Höhe des Corso Monforte hatte der Demonstrationszug brüsk gestoppt. Wir rannten, um die Spitze des Zuges zu erreichen. Und dort, vor uns, war das Polizeipräsidium, vollständig von mit Winchestern bewaffneten Carabinieri umlagert. Die Verantwortlichen der verschiedenen Gruppen der Autonomia sprachen leise miteinander. Sie fragten, ob wir von Rosso damit einverstanden wären, das Präsidium mit allen Mitteln anzugreifen. Es genügte ein Augenblick, um zu begreifen, dass die illegalen Sachen, die wir gemacht hatten, damit sie Teil der Bewegung würden, sich gegen die Bewegung wenden. Der Einsatz von Gewalt stand nicht mehr im Dienst einer konflikthaften und harten Auseinandersetzung, sondern war dabei, ausschließlich Territorium derer zu werden, die jede Möglichkeit revolutionärer Massenarbeit aufgeben wollten, um die Linie des bewaffneten Kampfes und der Illegalität zu wählen. Gegen das leere Gebäude mit vielen Fenstern entluden wir alles, was wir hatten. Mollys nach Belieben, Pistolen und Gewehrschüsse. Die Fenster des Kapitalistenhauses zersprangen, dass es eine Freude war. Es brennt, Junge, es brennt, hörten wir eine Stimme in uns. Und dann schnell weg. Es war der letzte Versuch, in Mailand die Subversion der Bewegung mit den organisierten Gruppen der Autonomia zu verbinden, die bald im Schraubstock von Repression und Militarisierung verenden würden. Es war die letzte Demonstration, auf der sich das höchste Niveau des Zusammenstoßes und an Bewaffnung, ohne Personen Menschen anzugreifen, gezeigt hatte. Zwei Monate später, während einer Demonstration gegen die Repression, wurde der Polizist Kustra erschossen. Die Kampflinie hatte sich ins Innere der Bewegung verlagert.
Dann hast du die historischen Ursprünge schon angesprochen und da kann man ja sagen, also ein wichtiger Strang der Geschichte des Insurrektionalismus kommt aus Italien. Du hast die Italophilie auch angesprochen. Und der Ausgangspunkt ist ja im Grunde Mitte, Ende der 70er Jahre in Italien, wo es irgendwie diese Autonomia-Bewegung gegeben hat, die diffuse Autonomie. Und aber auch diese Bewegung an Grenzen gestoßen ist, mit Repression konfrontiert war. Was würdest du sagen, war der Ausgangspunkt dieser ursprünglichen italienischen insurrektionalistischen Gruppen? Und genau, an was haben die sich abgearbeitet? In welche Richtung sollte da die Reise gehen? Ich glaube, als erstes muss man sozusagen festhalten, dass mit der Autonomia einhergegangen ist, eine völlig andere Art und Weise Politik zu machen, nämlich sozusagen Politik nicht mehr über Gewerkschaften, über Parteien zu vermitteln, wo man sich selber dann einzufügen hat in ein gewaltiges Kollektiv, sondern ins Zentrum der politischen Praxis wird die Freude, das eigene Begehren gestellt und es gibt dann sozusagen verschiedene Art und Weisen, das dann auch zu verhandeln. Die Autonomia entdeckt sozusagen ein neues revolutionäres Subjekt. Sie verabschiedet sich vom Massenarbeiter, der ja sozusagen noch in den 60er Jahren in den Fabriken Aufstände produziert hatte, hin zu sozusagen dem Operaio Sociale, dem gesellschaftlichen Arbeiter, der sozusagen überall zu finden ist, in verschiedensten Kämpfen, in den Kämpfen der Jugendlichen, in den Kämpfen von Frauen, in den Kämpfen der Schwulen- und Lesbenbewegung, in Hausbesetzungen, bei den Studierenden natürlich, in einer völlig veränderten ästhetischen Praxis, also bei Radio Alice, bei Zut, bei Lut. Die letzten beiden sind so Zeitschriften aus Bologna. Aber auch sozusagen in der Entdeckung sozusagen von neuen Arbeitersubjekten, MigrantInnen, Logistikarbeitern und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr diverse, diffuse Bewegung, die sich selber auch als Archipel beschrieben hat und nicht als irgendwie eine einheitliche Bewegung, die auf irgendwie einen Nenner zu bringen ist. Und das ist insofern relevant, weil diese Kritik an einem einheitlichen revolutionären Subjekt und daraus resultierend auch einer einheitlichen Organisationsform sehr wichtig ist, sozusagen auch für die Entwicklung der insurrektionalistischen Methode. Also Zentrum ist sozusagen eigentlich eine Gruppe in Catania, in Sizilien, um Alfredo Bonanno, die Teil der Autonomia sind, die sozusagen Teil der linken Szene zu diesem Zeitpunkt sind und die verschiedene Einflüsse aufnehmen aus dieser, stark Einfluss vom Situationismus, vom Rätekommunismus, immer in der Auseinandersetzung auch mit der klassischen anarchistischen Theorie. Ich meine, darüber haben wir ja jetzt gar nicht gesprochen, sozusagen, inwiefern es eigentlich historische Vorläufer dessen gibt, was irgendwie der moderne Insurrektionalismus ist. Malatesta wäre ja da so ein Kandidat dafür. Darüber, das sind sozusagen die verschiedenen Einflüsse, die da reinkommen. Und dann ist sozusagen eigentlich so ein bisschen die Frage, naja, 77 gibt es riesige Aufstände, die militärisch niedergeschlagen werden im roten Bologna, das kommunistisch regiert wird seit dem Krieg, setzt der kommunistische Bürgermeister Panzer ein, um die Autonomen sozusagen vom Randalieren, vom Kaputtmachen abzuhalten. 78 entführen die roten Brigaden Aldo Moro, den ehemaligen Ministerpräsidenten von der christdemokratischen Partei. Der wird dann auch sozusagen hingerichtet durch Mario Moretti, ähnlich sozusagen zur Schleierentführung. Und als Folge dessen ist sozusagen eine unheimliche Repressionswelle. Also es gibt dann einzelne Staatsanwälte, die ein Konstrukt, dass sozusagen die Autonomie eine Art Vorläuferorganisation der Roten Brigaden gewesen ist, aber es überhaupt nicht stimmt, weil also die Autonomie immer eine Kritik am Organisationsmodell der Roten Brigaden gehabt hat, die sehr viel leninistischer, sehr viel sozusagen parteiorientierter sich versucht haben zu organisieren. Nichtsdestotrotz werden tausende Autonome eingesperrt, kommen in die Knäste, andere müssen sozusagen ins Exil gehen und diese Bewegung wird wirklich zerschlagen. Also das ist nicht sozusagen so, dass irgendwie die Kämpfe abflauen oder so, sondern es ist wirklich die reine terroristische Gewalt des Staates, die sozusagen diese Bewegung dann in die Knie zwingt. Und davon sind diese sizilianischen Gefährten nicht betroffen. Sie stellen sich aber sozusagen die Frage, naja, wie verhält man sich dazu? Also eine Verschärfung der Kämpfe, geht man noch stärker sozusagen in die bewaffneten Formationen hinein oder geht es sozusagen darum, die Massenkämpfe auszuweiten? Wahre proletarische Autonomie ist die einzige mögliche Lösung, um den Kampf gegen die Bosse und ihre Diener fortzusetzen. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, mit dem Aufbau der grundlegenden autonomen Kerne zu beginnen.
Diese Kerne, wie wir sie unter den Eisenbahnarbeitern des Turiner Bezirks etablieren wollen, müssen, wenn sie innerhalb einer präzisen, produktiven Realität entstehen, als ein Punkt in ständigem Bezug zur äußeren Realität betrachtet werden, der in einem globalen Sinne verstanden wird, der Bezirk, die Schule, die Landschaft. Keine Bürokratisierung, keine autoritären Strukturen, sondern die Funktionalität einer Organisation, die zum Streik bereit und effektiv ist und im Kampf selbst die Kraft findet, vorwärts zu gehen und erneut zuzuschlagen. Wir denken, dass die Zeit der Aufstände immer gekommen ist, eben weil es immer Zeit ist zu kämpfen, während das Warten nur dem Kapital zu nutzen kommt. Du hast den Insurrektionalismus schon als Methode bezeichnet und ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist auch eine Methode des Aufstands oder die aufständische Methode. Insurrektionalismus, eine andere Bezeichnung, ist ja auch der aufständische Anarchismus. Und vielleicht können wir ausgehen von dem, was du jetzt beschrieben hast und wie sozusagen diese Massenmilitanzdebatten dann geführt wurden. Was zeichnet diese aufständische Methode aus? Also was sozusagen sind da vielleicht irgendwie so Eckpunkte gewesen, auch in der strategischen Ausrichtung, die diese Gruppen hatten? Genau, es gibt verschiedene Begriffe, die sozusagen im Zentrum des insurrektionalistischen Denkens stehen und die sozusagen diese Methode konstituieren sollen. Zunächst sind das sozusagen permanente Konfliktualität, Selbstorganisierung und grundsätzliche Offensivität. Also grundlegend ist es so, dass man immer den Konflikt zu suchen hat, dass man nicht sozusagen Kompromisse zu schließen hat mit der Herrschaft, sondern sozusagen immer versuchen muss, die Kämpfe zuzuspitzen und dass man in diesen Kämpfen auch wirklich offensiv vorgehen muss. Also also extremste Weise eine Offensivtheorie, die da sozusagen eigentlich vertreten wird. Und gleichzeitig haben diese Kämpfe sozusagen selbst organisiert zu verlaufen. Also es geht nicht darum, sozusagen irgendwie Delegierte zu wählen, es geht nicht darum, irgendwie Vorfeldorganisationen zu bilden, sondern die kämpfenden Subjekte sind diejenigen, die selber davon betroffen sind. Und die schließen sich zusammen in sozusagen Affinitätsgruppen und versuchen dann eben auf direktem Weg, via direkter Aktion, den Feind anzugreifen, den Feind zu zerstören. Gleichzeitig ist es natürlich sozusagen jetzt nicht reines Abenteurertum, sondern es gibt schon auch Ideen sozusagen der intermediären Kämpfe, die sozusagen zu führen sind. Also im Vorfeld von irgendwelchen Zuspitzungen ist es eben auch wichtig, sozusagen Leute sozusagen heranzuführen an sozusagen diese Methodik des Aufstandes. Ist das erfolgreich passiert? Kommt es zum Aufstand? Beim Aufstand ist eben sozusagen auch wichtig, dass das eben nicht als militärisches Manöver verstanden wird oder so, wie vielleicht ist das in den 20er Jahren noch, sondern dass es wirklich sozusagen selbstorganisierte Aneignung durch die Betroffenen, durch die Kämpfenden selber, die vor allem sozusagen einen Möglichkeitsraum eröffnen sollte, in den sozusagen neue gesellschaftliche Strukturen stoßen können. Also es ist jetzt nicht kein nihilistisches Konzept oder sowas, sozusagen kein anderes kennt als sozusagen nur den Kampf, sondern es geht schon darum, sozusagen im Aufstand auf einmal die Herrschaft abzuschütteln und dadurch die Fantasie zu entwickeln, ja den Möglichkeitssinn zu schärfen für eine andere Gesellschaft, die dann sozusagen selbst organisiert durch die Kämpfenden eingerichtet wird. Auf welcher Grundlage können wir andere Gefährten finden? Wenn wir die Hypothese der Programme und der Plattformen a priori verwerfen, ein für alle Mal an den Nagel gehängt, was bleibt da noch? Es bleibt die Affinität. Zwischen anarchistischen Gefährten gibt es Affinität und Divergenzen. Ich spreche hier nicht von charakterlichen oder persönlichen Affinitäten, also von jenen Aspekten des Gefühls, die oft die Gefährten miteinander verbinden, die Liebe an erster Stelle, die Freundschaft, die Sympathie und so weiter. Ich spreche von einer Vertiefung der gegenseitigen Kenntnis. Je mehr diese Vertiefung anwächst, desto größer kann die Affinität werden. Im entgegengesetzten Fall können sich die Divergenzen als derart offenkundig erweisen, dass sie jegliche gemeinsame Aktion unmöglich machen. Die Lösung bleibt der tiefen gemeinsamen Kenntnis überlassen, die es durch einen projektuellen Ausschnitt der verschiedenen Probleme zu entwickeln gilt, die die Realität der Klassenkämpfe fortsetzt. Je vertiefter das Projekt sein wird, das diese Gefährten gemeinsam aufbauen werden, desto größer wird ihre Affinität sein. Daraus folgt, dass die tatsächliche Organisation die effektive und nicht fiktive Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, sprich sich zu treffen, eine analytische Vertiefung zu studieren und zur Aktion überzugehen, mit der erreichten Affinität zusammenhängt und nichts mit den Kennzeichen, Programmen, Plattformen, Fahnen und getarnten Parteien zu tun hat. Die Affinitätsgruppe ist also eine spezifische Organisation, die sich um gemeinsame Affinitäten sammelt. Diese können nicht für alle gleich sein,
sondern die verschiedenen Gefährten werden endlose Affinitätsnuancen haben, die umso verschiedenartiger sind, je breiter die Anstrengung zur analytischen Vertiefung sein wird, die man erreicht hat. Du hast jetzt zwei Stichworte genannt, auf die ich, glaube ich, jeweils nochmal gerne eingehen würde. Und das eine ist eben die Affinitätsgruppe und das andere ist die Frage der Militarisierung. Zunächst zur Affinitätsgruppe. Dieser Begriff der Affinität scheint mir relativ zentral zu sein für das insurrektionalistische Konzept und ist ja auch ein Gegenmodell zu sowas wie einem Programm. Also sie schließen sich zu Affinitätsgruppen zusammen, im Gegensatz dazu, dass jemand sich auf ein Programm einigt. Kannst du nochmal näher ausführen, was Affinitätsgruppe bedeutet und was das eben für ein organisatorisch-strategisches Konzept ist? Genau, also Affinität meint nicht sozusagen, man verhandelt erst irgendwie sozusagen, einigt sich dann auf sozusagen ein Programm und handelt dann nach diesem Programm, sondern man schließt sich aufgrund von eben einer Verbundenheit, die sozusagen aus den Kämpfen resultiert, man ist gemeinsam betroffen, aber auch sozusagen, man schließt sich zusammen, weil man halt gemeinsam miteinander gut kann. Also es ist durchaus sozusagen ein außertheoretisches Element auch, worin dann genau diese Affinität besteht. Das meiste ist dann natürlich auch, dass sich sozusagen diese Affinitätsgruppen auf einer rein horizontalen Ebene organisieren. Es gibt sozusagen keine Kader, die irgendwie diese Gruppen in Gang setzen. Und es ist wirklich sozusagen, man ist gemeinsam betroffen, man sitzt irgendwie am Kneipentisch, man regt sich was auf und man handelt dann eben sozusagen daraus dann auch. Ich glaube, der Begriff der Affinitätsgruppe ist nicht zu verstehen ohne den Begriff der Projektualität. Also eine Affinitätsgruppe schließt sich immer aufgrund eines bestimmten Projekts oder einer bestimmten Projektualität zusammen. Ein Projekt meint sozusagen ein bestimmter Kampf, der sozusagen die Leute betrifft und von dem ausgehend sozusagen die Affinitätsgruppe handlungsfähig versucht zu werden und im besten Fall eben sozusagen dort einen Widerspruch zuspitzt, im besten Fall bis hin zum Aufstand. Dann das Stichwort der Militarisierung. Ich glaube, der Insurrektionalismus wird zu Unrecht und zu Recht mit der Gewaltfrage in Verbindung gebracht. Und ich glaube zu Recht, weil es ja im Insurrektionalismus schon um die Entwicklung von einer bestimmten Militanz einfach geht. Und auf der anderen Seite ist ja nicht mit jeder Art von Gewalt gleichzusetzen. Du hast es erwähnt, die Insurrektionalisten hatten auch eine Kritik zum Beispiel an den bewaffneten Gruppen wie den Roten Brigaden. Wie sah diese Kritik aus? Und das ist ja sozusagen, das macht sich ja fest an diesem Begriff der Militarisierung. Also zunächst sozusagen zwei historische Einordnungen. Zum einen war es so, dass sich in Italien die bewaffneten Formationen nicht wie in Deutschland irgendwie aus einem Antirepressionskampf heraus entwickelt haben, also aus dem Gefühl irgendwie einer Unbedingtheit des Handelns, sondern sehr viel organischer aus den Kämpfen selber heraus. Also die Roten Brigaden, viele andere Gruppen waren eigentlich ursprünglich Fabrikguerilla. Im Sinne von, naja, es gab halt einen Streik und man hat halt das Auto vom Vorarbeiter in die Luft gejagt oder man hat irgendwelche wichtigen Manager entführt, dann sozusagen kurz verhört, was sozusagen das Management vorhat, um den Streik niederzuschlagen und dann unter dem Jubel der Streikposten die Leute dann wieder freigelassen. So sind die Roten Brigaden entstanden, so sind sozusagen aber auch viele andere bewaffnete Formationen entstanden. Und gleichzeitig gibt es sozusagen 69 einen Anschlag auf die Piazza Fontana, der zwei Anarchisten, also jetzt eher also Syndikalisten, in die Schuhe geschoben wird, die dann auch sozusagen aus einem Fenster des Polizeipräsidiums in Mailand geworfen werden als im Zuge des Verhörs. Tatsächlich war das aber dieser Anschlag ein Anschlag von Faschisten, die sozusagen da mit dem Geheimdienst irgendwie in Verbindung standen. Da kommt dann sozusagen die italienische Neigung zur Dietrologica, zum Verschwörungsdenken vielleicht auch so ein bisschen dem entgegen. Also auf jeden Fall, das war ein False-Flag-Anschlag. Und der ist sozusagen in ein Klima gestoßen, wo es sehr viel faschistische Gewalt gab, wo es tatsächlich einfach Versuche von einzelnen Offizieren gab, Militärputsche zu organisieren. 1973 wird in Chile Allende weggeputscht. Das erschüttert die italienische Linke wirklich zutiefst und es bestätigt immer sozusagen auch so eine Wahrnehmung im Sinne von, da baut sich gerade auch der neue Faschismus auf und gegen den muss man sich auch sozusagen bewaffnet zur Wehr setzen. Kleine Fußnote dazu nochmal, muss ja auch bedenken, dass in Italien eine große Resistenz gegeben hat und dass das italienische Proletariat im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ja auch wirklich unter Waffen stand. Und diese Situation erscheint vielen Kadern sozusagen sich wiederzubeleben Anfang der 70er Jahre. Das sorgt dafür, dass die bewaffneten Formationen ein wesentlich größeres Ausmaß haben als in Deutschland. Also das sind in Deutschland, ich glaube, so 60, 70 Leute, die irgendwie im Verlauf der RAF in dieser organisiert waren. In Italien sind das Massenorganisationen, also Zehntausende autonome Revolutionäre
entscheiden sich im Laufe der Jahre sozusagen, die Waffe in die Hand zu nehmen und aus dem Untergrund oder aus dem Halbuntergrund heraus den Staat zu bekämpfen. Und genau vor diesem Phänomen, das sich immer mehr zuspitzt hin bis zur Aldo Moro-Entführung, bis hin zur sozusagen Repressionswelle 78, entwickeln eigentlich diese Gruppe in Sizilien um Bonanno eine Kritik daran, die eigentlich sagt, naja, indem man, dass diese bewaffneten Formationen eigentlich sozusagen völlig lustlose Kader sind, die sozusagen keine Freude mehr empfinden, wo sozusagen das eigene Begehren unterdrückt wird, wo eigentlich die Entfremdung, die ja gerade die Autonomie kritisiert hatte an der bisherigen politischen Praxis, sich wiederholt im Geist des revolutionären Kadertums. Und demgegenüber versucht man eben eine Position zu entwickeln, die einerseits das Level der Konfrontation hochhält, also eben nicht sich zu befrieden zu lassen, keinen Schritt zurück zu machen, sondern nach wie vor den offensivstmöglichen Angriff auf die Herrschenden zu führen, gleichzeitig aber nicht sozusagen zu diesen jetzt so ein revolutionäres Soldatentum zu werden, sondern immer eingebunden sein in die soziale Umgebung, in die eigene Umwelt, eingebunden sein in bestimmte Diskussionen und darauf zielt sozusagen diese Kritik an der Militarisierung der BR bei gleichzeitiger Beibehaltung der Notwendigkeit revolutionärer Gewalt. Ist die schlimmste aller Diktaturen. Die wichtigsten Waffen der Revolutionäre sind die eigene Entschlossenheit, das eigene Bewusstsein, die eigene Entscheidung in Aktion zu treten und die Individualität. Die dringlichen Waffen sind Mittel und als solche müssen sie immer wieder einer kritischen Bewertung unterzogen werden. Es ist notwendig, eine Kritik an Waffen zu entwickeln. Wir haben schon zu oft erlebt, dass Maschinenpistolen oder militärische Effizienz als heilig betrachtet wurden. Der bewaffnete Kampf ist keine Angelegenheit, die nur Waffen betrifft. Diese allein können nicht die revolutionäre Dimension repräsentieren. Die komplexe Realität auf eine einzige Sache zu reduzieren, ist gefährlich. In der Tat bringt das Spiel das Risiko mit sich, das Experiment des Lebens ausschließlich als Spielzeug zu betrachten, indem es zu etwas Magischem und Absolutem erhoben wird. Es ist daher auch kein Zufall, dass in den Symbolen vieler kämpfenden revolutionären Organisationen eine Maschinenpistole auftaucht. Um den magischen Kreis der gesellschaftlichen Dramaturgie zu durchbrechen, müssen wir jede Art von Rolle ablehnen, auch die des Berufsrevolutionärs. Der bewaffnete Kampf muss jeder Charakterisierung der Professionalität und Arbeitsteilung entgehen, die ihm die äußere Form der kapitalistischen Produktion vorgeben will. Jetzt haben wir so bestimmte Stationen durchgegangen, wo die Insurrectionalisten sich abgegrenzt haben von anderen Entwicklungen innerhalb der linksradikalen Szene, also eine Kritik des klassischen Partei- und Gewerkschaftsmodells, eine Kritik von leninistischer Organisierung der Roten Brigaden. Interessant ist ja aber auch, dass die Insurrectionalisten auch ja, Teil von Kontroversen innerhalb des anarchistischen Milieus selber waren. Und ich glaube, dass es für den Insurrectionalismus relativ wichtig gewesen ist, auch den Anarcho-Syndikalismus zu kritisieren. Wie lässt sich das denn zusammenfassen? Also was hatten die Insurrectionalisten am Anarcho-Syndikalismus zu kritisieren? Ich weiß nicht, ob diese Diskussionen so wichtig sind, wie du sie gerade aufgemacht hast. Es gab sozusagen in der Frühphase eine Auseinandersetzung zwischen sozusagen dieser Gruppe, in der sich diese frühen Insurrectionalisten in Italien organisiert hatten und so einer syndikalistischen Gruppe in Catania. Und ich glaube, es ist sozusagen eher eine Auseinandersetzung mit einer eigenen linksradikalen Geschichte, weil sozusagen jetzt der Anarchosyndikalismus keine wichtige Strömung innerhalb der Autonomia war. Es gibt natürlich eine anarchosyndikalistische Tradition in Italien. Es gibt natürlich sozusagen auch Basisgewerkschaften, die sozusagen im Zuge der Autonomia entstehen in den Betrieben. Nichtsdestotrotz ist es schon, glaube ich, jetzt nicht so, dass das der Hauptabstoßungspunkt ist. Die Kritik, die es dann nichtsdestotrotz gibt, basiert eigentlich sozusagen auf zwei Annahmen oder zwei Ideen. Das erste ist sozusagen das, was ich schon angesprochen hatte, nämlich eine Analyse der Klassenzusammensetzung, vor deren Hintergrund sozusagen gewerkschaftliches Handeln schlechthin als nicht mehr relevant erachtet wird. Also Bonanno schließt da sehr an sozusagen Thesen, die Toni Negri Anfang der 70er Jahre entwickelt hat, vom gesellschaftlichen Arbeiter. Im Zuge dessen hält Bonanno fest, dass
es im Fordismus einen Klassenkompromiss gegeben hätte, dass sozusagen auf der einen Seite Unternehmer gehandelt hätten, deren Profitraten dadurch garantiert worden seien, dass sozusagen die Gewerkschaften beteiligt wurden an den Profiten, und dadurch hätte sich das sozusagen so eingependelt, weshalb es sozusagen einerseits starke Unternehmer und andererseits relativ starke Gewerkschaften gegeben hätte, und das gerät im Zuge der Arbeiterkämpfe in den 60er Jahren eben ins Schwanken und wird dann sozusagen mit einer Offensive des Kapitals beantwortet, im Zuge dessen eine Automatisierung einsetzt, sozusagen die Massenarbeiter immer stärker aus den Fabriken rausgedrängt werden und dadurch sozusagen dieser Machtpol, den die Gewerkschaften gebildet hatten, im Fordismus geschliffen wird. Also den gibt es nicht mehr, die Gewerkschaften haben nicht mehr diese Verhandlungsmacht. Vielleicht sozusagen einschränkend kritisch hier ist schon zu merken, dass sozusagen zum Beispiel die großen Gewerkschaftsverbände eigentlich sehr profitiert haben von den Arbeiterinnenaufständen. Also die waren eigentlich davor relativ schwach und Ende der 70er Jahre sind wirklich wieder Massenorganisationen geworden. Klammer zu. Also genau, grundsätzlich ist eben eine Analyse, dass sozusagen dieser fordistische Klassenkompromiss, der die Machtposition der Gewerkschaft gesichert hat, einfach nicht mehr besteht und deswegen sozusagen Gewerkschaften nicht mehr die zeitgenössische Antwort auf die Klassenzusammensetzung sind, sondern eben an ihre Stelle Affinitätsgruppen treten, die sozusagen im weiten Feld des auf die gesamte Gesellschaft ausgeweiteten Kommandos über die Fabrik aus der Peripherie heraus versuchen, Angriffe zu starten auf die Herrschenden. Das ist so der eine Punkt, und dann ist sozusagen ein anderes, eher so ein bisschen theoretisches Argument, wonach die Form der Gewerkschaft selber natürlich sozusagen auf Selbsterhaltung zielt. Also das ist einfach eine starke Akkumulation von Macht, die sich sozusagen in so einer Gewerkschaft vollzieht, und zwar in jeder Gewerkschaft, auch in der syndikalistischen Gewerkschaft. Und ab einer bestimmten Größe ist eben dann der Machterhalt innerhalb der bereits akkumulierten Macht der Gewerkschaft eben wichtiger als sozusagen die Zuspitzung von Klassenkämpfen, und um die geht es Bonanno ja, also um das konsequente Ausfechten von Klassenkämpfen und nicht sozusagen um deren, um sozusagen eine Befriedung in Form eines Kräftemessens. Das heißt sozusagen, eigentlich hat Bonanno gar keine, oder die frühen Insurrektionalisten gar keine explizite Kritik am Anarchosyndikalismus, sondern es ist vielmehr eine Kritik generell am Syndikalismus oder an der gewerkschaftlichen Aktivität, die einfach auch für anarchosyndikalistische Organisierungsformen gilt. Er wirft den Anarcho-Syndikalisten nicht vor, irgendwie aufgrund ihres Anarchismus einen Fehler zu machen, sondern aufgrund ihres Syndikalismus einen Fehler zu machen, weil eben syndikalistische Organisierungsformen die Fehler der großen Richtungsgewerkschaften, gibt es in Italien, aber auch sozusagen generell aller reformistischen Gewerkschaft mitzuschleppen. Genau. Es ist immer noch die quantitative Illusion, die das Massaker anrichtet. Die Ausgebeuteten werden angeworben, gezählt und vereint, und die wildesten Slogans lassen die Herzen der Bürger höher schlagen. Je mehr Leute sich angesammelt haben, umso größer werden die Anmaßungen und die Forderungen der Führungen. Sie machen schließlich Pläne zur Eroberung, und die neue Macht ersetzt die alte. Über all dem lächelt befriedigt der Geist Bonapartes. Sich zu zählen ist schön. Es gibt einem das Gefühl, stark zu sein. Daher zählen sich die Gewerkschaften, die Parteien und auch die Herrschenden. Zählen wir uns doch einfach auch und drehen wir uns weiter im Kreis. Die revolutionäre Arbeit eines anarchistischen Gefährten ist nie ausschließlich auf die Aggregation der Massen ausgerichtet, wozu die Anwendung von bestimmten Instrumenten den Entwicklungen von dieser Beziehung folgt. Die agierende Minderheit ist nicht eine stumpfe Dienerin der Zahl, sondern auferlegt sich dieser mit ihren Ideen und ihrer Aktion. Die Gesetze der Wachstumsverhältnisse der Organisation sind gewiss auch an diese Aktion und an diese Ideen gebunden, aber nicht in einem deterministischen Sinne. Gegenüber den leblosen Lektionen des Buchhalters schüttelt der revolutionäre Enthusiasmus alle Bedenken ab und schreit dem Krämer ins Gesicht, dass es Zeit ist zu handeln, anzugreifen, auch wenn die Berichte der Rechenmaschinen enttäuschend sind, auch wenn die Organisationsstrukturen ein Desinteresse der sogenannten Massen vermelden. Ich glaube, das berührt auch einen Punkt, den ich gerne mit dir diskutieren würde. Und ich glaube, das ist für Alfredo Bonanno auch ein wichtiges Stichwort, nämlich diese quantitative Logik, die er auch kritisiert, auch an einem anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsmodell. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Alfredo Bonanno da so einen Punkt irgendwie so verabsolutiert oder so in seiner Kritik auch das Kind mit dem Bade ausschüttet, weil
ich finde die Kritik nachvollziehbar, dann, wenn man halt irgendwie sagt, okay, eine Organisation ist darauf ausgerichtet, immer nur mehr zu werden und dieses Mehrwerden geht auf Kosten der Inhalte, die man sich erarbeitet oder auf Kosten halt irgendwie der revolutionären Qualität, die so eine Organisation haben sollte, dann finde ich, das ist eine nachvollziehbare Kritik. Und auf der anderen Seite, wenn man sich organisiert und wenn man einem Gegner entgegensteht, dann kann man ja bestimmte Sachen auch nur ausreichen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Leuten ist und es ist nicht gleichgültig, wie viele Leute sozusagen Teil der eigenen Bewegung oder Organisierung sind. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bei Bonanno so diese quantitative Logik oder das Problem der Quantität, dass es irgendwie so ein ontologisches Übel irgendwie daherkommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schlüssig finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde dem eigentlich auch voll und ganz zustimmen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss sozusagen zwei Sachen nochmal vor Augen halten. Das ist sozusagen der italienische Kommunismus nach dem Krieg sozusagen eigentlich funktioniert über eine Integration der kommunistischen Partei in den Staat. Also die PCI ist eine der zentralen Säulen, auf die sozusagen die italienische Nachkriegsdemokratie aufbaut. Die PCI ist zwar nicht an der Regierung beteiligt, aber sie ist eine extrem starke Partei, die stärkste kommunistische Partei Europas. Und sozusagen dieses Nicht-Revolutionär-Sein der PCI, dieses Staatsräsonhafte, was die PCI verkörpert, das basiert eben ganz stark auf so einer gramscianischen Idee von einer Gegenhegemonie, die man herstellt in der Gesellschaft und insofern sehr, sehr viel stärker noch als sozusagen bei anderen kommunistischen Parteien oder als jetzt im Bolschewismus oder so, eben auf der Vorstellung, ja, wir tun einfach Stück für Stück immer mehr Felder in der Gesellschaft erobern, immer mehr sozusagen Räume, in immer mehr Räumen sozusagen eine Gegenhegemonie aufbauen und so gelingt es uns dann Stück für Stück irgendwann die Macht zu übernehmen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich sozusagen diese Frage der Quantität nochmal auch anders zugespitzt, als es jetzt sozusagen für eine revolutionäre Kaderpartei, wie sie jetzt, weiß nicht, die Bolschewiki sind oder auch die KPD in den 20er, 30er Jahren war. Also die stellt sich, glaube ich, einfach nochmal anders. Und die zweiten würde ich dir einfach, glaube ich, tatsächlich einfach auch zustimmen. Also das ist natürlich ein wichtiger Impuls, eben das Projekt nicht aus den Augen zu verlieren, nur aus dem Gedanken heraus immer mehr werden zu wollen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, es geht um gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und die ändert man halt nicht, wenn man alleine steht, sondern da braucht man halt eine gewisse kritische Menge. Da kann man dann sozusagen, oder differenziert sich dann so eine revolutionäre Diskussion sehr aus, wie viele diese kritische Menge sind und welches Organisierungsmodell für die nötig ist. Aber es ist natürlich traut es sich nicht zu sagen, aber dialektischer Zusammenhang von Qualität und Quantität. Ja. Wir sind schon immer wieder dabei, so Theoreme von Alfredo Bonanno irgendwie zu diskutieren und anzusprechen, der ja vielleicht irgendwie so mit einer der bekanntesten insurrektionalistischen Autoren ist. Es gibt noch mehr, aber er sticht so ein bisschen hier heraus vielleicht. Und ich habe so ein paar Texte von ihm gelesen, unter anderem die anarchistische Spannung, was, glaube ich, ein Vortrag von ihm ist, den er mal gehalten hat und der dann verschriftlicht wurde. Und da bin ich so über einen Absatz gestolpert, wo ich glaube auch, dass es sich lohnt, irgendwie drüber zu diskutieren. Und da heißt es, er spricht da Sachen an, die du auch schon so ein bisschen eingeführt hattest. Er sagt, jetzt in einer Situation, in der sich die Arbeiterinnenklasse praktisch in Staub aufgelöst hat, gibt es keine Möglichkeit für den Gebrauch von sogenannten Produktionsmitteln. Jetzt in einer Situation, in der sich die Arbeiterklasse praktisch in Staub aufgelöst hat, gibt es keine Möglichkeit für den Gebrauch von sogenannten Produktionsmitteln, die enteignet werden müssten. Tja, und aus was besteht die Lösung? Es gibt keine andere Lösung, als dass diese Masse von Produktionsmitteln, die wir vor uns haben, zerstört wird. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist der Weg über die dramatische Wirklichkeit der Zerstörung. Die Revolution, die wir hypothetisieren können und von der wir auch sicher sind, dass sie kommt, ist nicht die Revolution von gestern, die man sich als einfachen Fakt vorstellen konnte, der tatsächlich eines schönen Abends oder Tages kommen konnte. Nein, diese Revolution wird eine lange, tragische, blutige Angelegenheit, die über unvorstellbar gewalttätige Prozesse erreicht wird. Unvorstellbar tragische Prozesse. Unvorstellbare gewalttätige Prozesse erreicht wird. Unvorstellbar tragische Prozesse. Und ich finde, also ich kann mir vorstellen, was für eine Diskussion auch im Hintergrund von so einer Textstelle steht. Also dass man über Produktionsmittel diskutiert und nicht einfach so, wie es im Marxismus-Leninismus ist, irgendwie davon ausgehen kann, man übernimmt einfach
die bestehende Gesamtheit der Produktionsmittel und dann wird alles gut, sondern es ist halt irgendwie klar, es wird auch Quatsch produziert und dementsprechend sind auch manche Produktionsmittel Quatsch und man muss irgendwie in einem revolutionären Prozess irgendwie überlegen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, was muss abgeschafft werden, was muss beibehalten werden. Aber diese Perspektive scheint mir doch so absolut zu sein und ich frage mich, was das halt irgendwie heißt, weil also wirklich eine Masse der Produktionsmittel zu zerstören, was heißt das für eine Gesundheitsversorgung, was heißt das für eine Lebensmittelversorgung und dann noch sozusagen zu bejahen, dass das ein grausamer Prozess wird, der sozusagen tragisch und unvorstellbar gewalttätig ist. Also da frage ich mich tatsächlich, ist das eine Perspektive, die man vertreten kann? Naja, offensichtlich wird sie vertreten. Genau, ich glaube, der entscheidende Passus in der Passage ist eben sozusagen eine Kritik an irgendwie einem Technikoptimismus auch innerhalb der radikalen Linken. Da schwingen natürlich noch Spätfolgen des ganzen Operaismus drin, in dem natürlich sozusagen ein ganz entscheidender Punkt eben war, dass eben Technik nicht mehr wie vielleicht bei Rosa Luxemburg oder so als oder die Enthüllung der Produktivkräfte nicht irgendwie als utopisch verstanden wird, im Sinne von die sorgt dafür, dass am Ende sozusagen ja das Leid abgeschafft ist, sondern es wird eben herausgearbeitet, dass die Entwicklung der Produktivkräfte mit einer Intensivierung von Herrschaft einhergehen, dass die Technik, dass die Maschinerie im Betrieb nicht neutral ist, sondern dass in ihr sich sozusagen, dass sie Verstetigungen oder sozusagen des Klassenkampfes auch sind und dass es eben nicht so ist, dass sozusagen sie einfach in einem anderen Kontext anders verwendet werden können, sondern dass die kapitalistische Maschinerie eben den Arbeiter anwendet, ihnen Teil seiner Ausbeutung ist. Und das ist ja sozusagen das wesentliche Argument, dass sozusagen es nicht so funktionieren kann, dass man einfach diese Maschinerie übernimmt. Das wäre ja auch ein klassisch syndikalistisches Theorem im Sinne von wir können die Produktionsmittel eh viel besser bedienen als unsere Chefs, deswegen tun wir uns einfach die Chefs sozusagen den Kopf der Hydra abschlagen und setzen uns an die Stelle der Chefs und verwalten das dann viel besser, Grüße nach Jugoslawien, sondern im Zuge eines revolutionären Prozesses muss eben auch die Ordnung der Maschinerie grundlegend geändert werden, die muss zerschlagen werden und das finde ich jetzt erstmal sozusagen auch gar nicht sonderlich falsch oder sonderlich verwerflich. Das ist natürlich, genau. Der zweite Moment, der ja drinsteckt, ist eine Kritik an der Vorstellung eines sozusagen Tag Xs, dass sozusagen man auf einen bestimmten Tag hinarbeitet, wo dann die Macht übernommen wird, also das Winterpalais quasi gestürmt wird und demgegenüber sagt man eben, naja, es ist eben viel eher ein langfristiger Kampf, der sozusagen von der Peripherie heraus geführt wird, eher eine Form des Guerillakrieges gegen die Technik. Auch das finde ich jetzt sozusagen erstmal nicht sonderlich falsch. Aber das wäre natürlich sozusagen zu diskutieren, ob das irgendwie der gegenwärtigen Klassenzusammensetzung entspricht, dieser Art und Weise des Kampfes zu führen. Ich glaube, was natürlich sehr abschreckend ist an diesem Zitat, ist irgendwie diese, ich weiß nicht, ob es nur abschreckend ist, aber auf viele Leute abschreckend wirkt, ist natürlich die Leidenschaftlichkeit, der Pathos, dass irgendwie Begriffe wie Grausamkeit verwendet werden, die irgendwie für unsere zeitgenössischen Diskursen eher befremdlich wirken. Auch zu Recht befremdlich wirken. Also ich glaube, man macht sich da das wirklich viel zu einfach, dass Gewalt natürlich was macht mit einem und dass man irgendwie kein besserer Mensch wird dadurch, dass man irgendwie gewalttätig ist. Und das wird ja schon so ein bisschen in einem Unterton irgendwie suggeriert, dass es irrelevant wäre für einen selber, wenn man Gewalt ausübt. Jetzt kassiert vielleicht auch so eine bestimmte Kritik des revolutionären Soldatentums, das man bereits formuliert hatte, wo es eben vielmehr um die Freude, um das Begehren gegangen ist, als darum irgendwie wie mit letzter Konsequenz besonders gewalttätig zu sein. Aber es ist jetzt auch keine Besonderheit des insurrektionalistischen Diskurses. Also ich glaube, das muss man dann schon auch entsprechend einordnen, dass wenn man sich irgendwie anschaut, wie in ML-Zusammenhängen in den 30er Jahren übereinander geredet wurde, also irgendwie das, mit welchem Vernichtungseifer da sozusagen sowohl rhetorisch als auch realen Handeln agiert wurde, ist das, glaube ich, nichts, was jetzt nur den Insurrektionismus auftaucht und was deswegen auch nicht zur Disqualifizierung des Insurrektionismus innerhalb einer linksradikalen Debatte ausreicht. Der Anarchismus ist keine politische Bewegung. Er ist auch das, aber nur als zweitrangiger Aspekt. Die Tatsache, dass die anarchistische Bewegung sich historisch als politische Bewegung vorstellt, bedeutet nicht, dass der Anarchismus als politische Bewegung seine existierenden anarchistischen Potenziale damit erschöpft. Der Anarchismus besteht nicht nur aus den Gruppen aus Cuneo, Turin, London und vielen anderen Städten.
Das ist nicht der Anarchismus. Sicherlich, dort befinden sich die anarchistischen Genossen und dort, das würde ich mir zumindest wünschen oder zumindest davon ausgehen können, befindet sich auch die Genossin oder der Genosse, der schon mit seinem eigenen Aufstand begonnen hat, also das Bewusstsein erreicht hat, in was für einem Zwangskontext er gezwungen ist zu leben. Der Anarchismus ist nicht nur eine politische Bewegung, sondern befindet sich auch innerhalb der Lebensspannung, der Qualität und der Kraft, die wir aus uns selbst herausziehen, um somit die Wirklichkeit, den Stand der Dinge zu verändern. Die Welt gehört uns nicht, solange sie Herrschende hat und diese so dumm sind, sie sich so zu wünschen, wie sie ist. Sollen sie sie sich doch nehmen und damit anfangen, die Ruinen anstelle der Paläste, die Friedhöfe anstelle der Städte, den Schlamm anstelle der Flüsse, den infizierten Dreck anstelle des Meeres zu zählen. Das größte illusionistische Spektakel der Welt verzaubert uns nicht mehr. Wir sind sicher, dass aus unserem Kampf hier und jetzt die Gemeinschaften der Freude hervorgehen werden und zum ersten Mal wird das Leben über den Tod triumphieren. Für mich liegt, glaube ich, so eine weitere Ambivalenz im Insurrektionalismus in dem Pathos, der in diesen Texten oft drin liegt. Es ist vielleicht auch ambivalent, weil du ja auch gesagt hast, das ist gerade was, was dich auch mit fasziniert hat, dass da irgendwie eine bestimmte Poesie oder eine bestimmte Ästhetik auch irgendwie drin liegt. Ich frage mich, ob das manchmal auch auf Kosten der begrifflichen Reflexion halt passiert, vor allen Dingen dann, wenn das irgendwie in so eine Art Vitalismus halt irgendwie abgleitet und ich so das Gefühl habe, beim Insurrektionalismus hat alles irgendwie sozusagen automatisch eine positive Bedeutung, wenn es von unten kommt, wenn es mit Brodeln und Gärung zu tun hat, wenn es mit Bewegung zu tun hat, wenn es mit Aufstand, mit Militanz zu tun hat und das selten auch irgendwie eine Reflexion darauf gibt, was vielleicht negativ darin liegt und dann gibt es bei Alfredo Bonanno so Stichworte wie die Lebensspannung, die man einfordert für das anarchistische Projekt zum Beispiel, wo ich so auch so das Gefühl habe, okay, was ist denn das eigentlich für ein Begriff? Liegt im Leben irgendwie was, was an sich irgendwie sozusagen gut ist? Oder ja, ist das eine Skepsis, die du auch teilst oder habe ich eine falsche Wahrnehmung? Also ich hatte das vorher schon angedeutet, das was... Also warum ich, glaube ich, sozusagen dazu neige, dieses Pathos immer ein bisschen zu verteidigen, ist eben, weil es, glaube ich, schon eine wichtige Einsicht der Autonomie, also gar nicht jetzt speziell des Insurrektionalismus, sondern der Autonomie als solche ist, dass eben politisches Handeln, politisches Denken, theoretisches Arbeiten nicht losgelöst passiert von den eigenen Leidenschaften, nicht losgelöst passiert von sozusagen Begehren, von Gefühlen, von Situationen, in denen man sich befindet. Und dass sozusagen man eine Art und Weise des Ausdrucks sucht, wo nicht sozusagen nur toter Buchstabe ist, sondern sozusagen durch die Art und Weise des Schreibens das sichtbar wird, dass es um eine sehr, sehr leidenschaftliche Angelegenheit geht. Das finde ich jetzt erstmal nicht, also weder aus ästhetischen noch aus politischen Gründen falsch. Ich glaube, man kann das dann, vielleicht sozusagen muss man das dann schon auch sozusagen so ein bisschen sehen. Ich habe es schon angesprochen, Bonanno ist ein schlechter Schüler von Toni Negri, auch wenn er es sozusagen nicht gerne sagt. Und bei Toni Negri gibt es sozusagen sehr stark diese Tendenz, eigentlich sozusagen die Leidenschaften einseitig positiv zu interpretieren. Also das deutet sich sozusagen schon in seiner Spinoza-Lektüre im Knast an, aber zum Beispiel jetzt auch im Multitude-Konzept in Empire, also sehr viel später ist das sozusagen immer noch sehr da, dass sozusagen alles, was von unten kommt, grundsätzlich affirmiert wird und die Widersprüchlichkeit dessen nicht gesehen wird. Deleuze hat daran eine Kritik formuliert, indem er darauf hingewiesen hat, dass die Leidenschaften bei Spinoza eben auch negative Leidenschaften sein können und nicht nur positive Leidenschaften.
Oder auch jemand wie Paolo Virno hat ja dann Grammatik der Multitude geschrieben und dort die Multitude eben als ein durchaus widersprüchliches Subjekt entworfen, das eben keinesfalls einheitlich irgendwie gegen das Empire kämpft, sondern was, und das ist ja, glaube ich, sozusagen auch richtig, sehr, sehr ausdifferenziert ist und sehr gespalten ist. Genau diese Fähigkeit zur Differenzierung, zum Sehen von einer Stratifizierung, eine Fragmentierung auch des revolutionären Subjekts, sei es jetzt die Arbeiterinklasse, sei es jetzt eine Multitude oder was auch immer, über das verfügt weder Bonanno noch Negri, sondern da wird oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, das stimmt. Ich würde dich am Ende gerne danach fragen, was du sagen würdest, welche Rolle Insurrektionalismus in aktuellen Auseinandersetzungen spielen kann. Und unser Ausgangspunkt ist ja so ein bisschen, dass man halt irgendwie eine Krise der linksradikalen Bewegung feststellen kann. Und bevor ich diese Frage an dich abgebe, sage ich so ein bisschen vielleicht meine eigene Perspektive darauf auch, weil ich habe jetzt die Ambivalenz des Insurrektionalismus betont, also die ich sehe. Gleichzeitig habe ich auch eine Sympathie daran, die für mich vor allen Dingen irgendwie vielleicht irgendwie in so einer Art revolutionären Aufrichtigkeit oder revolutionären Ehrlichkeit halt irgendwie liegt. Also irgendwie so ein unbedingter Wille, sich nicht unterkriegen und unterordnen zu lassen. Und gleichzeitig auch, dass das, was man von den anderen verlangt, sich auch selbst abverlangt. Oder dass man es, bevor man es anderen irgendwie abverlangt, erstmal zunächst von sich selbst abverlangt. Ja, dass es irgendwie sozusagen eine Einheit gibt von Mittel und Zweck und dass das nicht auseinanderklaffen soll. Vielleicht auch eine gewisse Wachsamkeit dem gegenüber, was in anderen Milieus passiert, und zu versuchen, halt irgendwie so soziale Vorgänge und Auseinandersetzungen wirklich zu lesen. Das sind Sachen, die mir sympathisch am Insurrektionalismus sind. Und gleichzeitig frage ich mich aber, wenn ich diese Texte lese, ob das tatsächlich eine Perspektive hat. Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Und mich würde vor allen Dingen interessieren, wie es für dich ist, weil du dich ja nicht nur in einem insurrektionalistischen Milieu bewegst, sondern auch, ich weiß, dass du also mit der FAU zu tun hast. Ich weiß, dass du auch sozusagen in deinen eigenen Brotjob mit einer größeren Gewerkschaft zu tun hast. Wie bringst du das zusammen und was für eine Perspektive hat da Insurrektionalismus für dich? Also ich glaube, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, der ganz elementare Verdienst ist, glaube ich, sozusagen, das wirklich sehr offen zu formulieren, dass es eben gegen diesen Zustand der Entfremdung der Aktivisten von ihrem eigenen Leben gehen muss, dass es nicht um ein revolutionäres Kadertum ist, wo dann irgendwie stellvertretend am politischen Gegner das abreagiert wird, was man sozusagen in seinem eigenen Leben irgendwie nicht hat, sondern dass eben jede politische Praxis, antipolitische Praxis, die Freude ins Zentrum stehen muss, das eigene Begehren, das sich sozusagen sein Ziel sucht und dass es Spaß machen muss. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt vor der, das ist was mir, glaube ich, in sehr, sehr vielen politischen Szenen gerade sehr fehlt, irgendwie das ein Bewusstsein dafür, dass man nicht irgendwie stellvertretend für irgendwelche Leute was erledigen muss, sondern dass man etwas macht, weil man selber mit Leidenschaft dabei ist und selber Teil dieser Kämpfe ist, die einfach um und rum passieren. Das ist vielleicht so das Erste. Und ich glaube, was ich sozusagen schon auch sehr gut finde, ist, dass es einen erinnert an die Zeitgebundenheit von Organisierung. Also was einen dann so ein bisschen davon abhält, irgendwie in so eine sehr sterile Organisationsdebatte zu gehen, die dann vielleicht so Pro und Kontras sammelt für diese oder jede Organisation, sondern sich eben immer zu überlegen, naja, wo stehen denn die Kämpfe gerade, wie ist denn die Klassenzusammensetzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und was resultiert daraus für eine Form der Organisierung. Das ist jetzt nicht spezifisch insurrektionalistisches, aber gerade wenn man sich eben den Zeitkontext anhört, wird einem das sehr klar, welche große Rolle das spielt im Insurrektionalismus. Demgegenüber gibt es natürlich sozusagen diverse Mängel, also sei es ein sehr, sehr statisches Verständnis von sowas wie Konfliktualität und auch von sowas wie Klassenbewusstsein. Also es ist da sozusagen immer gesetzt, die grundsätzlich maximale, also sozusagen, dass es einfach eine hohe Konfliktualität gibt, die dann vielleicht durch Gewerkschaften und Parteien befriedet wird, aber die in dem Moment, wo man die Leute sich sozusagen selbst organisieren lässt, irgendwie zum Ausbruch kommen würde. Und das ist ja offensichtlicherweise nicht der Fall. Also ich glaube sozusagen jetzt, die großen deutschen Gewerkschaften würden sich weit mehr konfliktorientierte Mitglieder wünschen und sind eher verzweifelt darüber, dass sie zu wenige davon haben und nicht darüber, dass sie in der Position stehen, wie vielleicht noch in den 70er Jahren, dass halt wirklich sozusagen eine gewerkschaftliche Basis so stark wird, dass sie halt über Gewerkschaftsausschlüsse oder so, die irgendwie um jeden Preis befrieden müssen. Damit verbunden eben auch, dass sozusagen Klassenbewusstsein was Dynamisches ist. Also, dass es nicht einfach reicht, die Leute in
die Alterskämpfe vor Auge zu führen, in denen sie sich befinden aufgrund ihrer Klassenposition, sondern dass Leute eben immer kämpferischer werden, wenn sie Erfahrungen der Ermächtigung machen. Und nicht nur, weil sie so in einer bestimmten Position sich innerhalb des Klassenkonfliktes befinden, wobei das vielleicht auch so eine Diskussionsfrage wäre. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, dass einfach auch die Analyse der Klassenzusammensetzung in Anlehnung an Negri, glaube ich, einfach falsch ist. Also ich glaube, es stimmt einfach nicht, dass sozusagen es kein Proletariat mehr gibt. Also das ist natürlich fragmentiert aufs Höchste, aber der Prozess sozusagen des Neoliberalismus bestand nicht darin, sozusagen jetzt lauter Kleinbürger zu schaffen, sondern er basiert auf einer extremen Spaltung der Arbeiterinnenklasse in ganz verschiedene Fraktionen, die sich auch feindlich gegenüberstehen. Und das haben, glaube ich, sozusagen auch andere Fraktionen des Postoperismus, also die Zeitschrift Primo Maggio sei darin angesprochen, sehr viel klarer gesehen. Jemand wie Sergio Bologna ist, glaube ich, in Deutschland auch recht bekannt, der genau diese Position vertritt, dass es eben nicht einen gesellschaftlichen Arbeiter anstelle des Massenarbeiters gibt, sondern eher eine Fragmentierung der Arbeiterinnenklasse. Und damit verbunden natürlich auch Konsequenzen für die Organisierungsfrage, weil deswegen natürlich dann vielleicht auch die Affinitätsgruppe nicht die allein seligmachende Organisierungsform ist, sondern eben es durchaus eine aus den Kämpfen resultierende Begründbarkeit von Massenorganisationen oder von Einheitsorganisationen auch gibt. Und ich glaube, der dritte Punkt ist der, über den wir eh schon auch viel gesprochen haben, nämlich sozusagen ja Dialektik von Quantität und Qualität. Also ich glaube, das hängt dann einfach zusammen. Man kann sich da nicht einseitig auf die Frage der Qualität schließen, weil einfach dann auch die Härte des Angriffs auf die Herrschenden darunter leidet, wenn man halt wirklich versucht, nur die höchste Intensität zu haben und nicht irgendwie auch Leute mitzunehmen. Das muss man sozusagen, glaube ich, einfach sehen, wenngleich man das natürlich schätzen sollte, dass es eben nicht nur eine einseitige Akkumulationsdynamik ist, wie halt irgendwie es bestimmte, weiß nicht, Partei oder sozusagen eher so ja, Partei- oder Gewerkschaftsfunktionäre wahrnehmen. Genau. Dann danke dir. Ihr hörtet ein Interview mit Mario Cravallo über Geschichte und Theorie des Insurrektionalismus. Versehen waren die einzelnen Teile des Interviews mit Zitaten von Karl Marx, Raoul van Eygem, Nanni Balestrini und Alfredo Bonanno. Wenn ihr mehr über den Insurrektionalismus erfahren wollt, im Netz finden sich leicht die zentralen Schriften von Alfredo Bonanno. Ein Vortrag von Mario Cravallo über den Insurrektionalismus findet sich im Audioarchiv des Kantine-Festivals unter kantine-festival.org. Das hier gesendete Interview mit Mario Cravallo wird außerdem in der nächsten Publikation des Kantine-Festivals in leicht überarbeiteter Version nachzulesen sein. Musik und Sounds in dieser Sendung kamen unter anderem von David Grubbs. Diese und andere Folgen von Wutpilger Streifzüge können nachgehört werden unter wutpilger.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.